Sorge für eine saubere Arbeitsfläche. Lege zunächst die Schutzfolie mit der Seite der roten Lasche Nummer 1 auf das Display an. Orientiere dich dabei nach der Kameraaussparung deines iPads. Die schwarze Lasche Nummer 2 zeigt hierbei nach vorn. Sobald alles passend angelegt wurde, kannst du die Folie mit den Guide-Stickern an der Seite deines iPads fixieren. Nun klappe die Folie beiseite, sodass du das Display mit dem Alkoholtuch gründlich reinigen kannst. Reinige zunächst gründlich die Vorderseite mit dem Alkoholtuch. Anschließend trockne das Display mit dem Mikrofasertuch ab. Letzte Staubreste kannst du mit dem Staubsticker einfach abziehen. Jetzt, da alles sauber ist, kannst du die rote Lasche Nummer 1 abziehen, um dabei die offene liegende Seite direkt anzubringen. Wichtig, berühre nicht die offene Seite der Paperfeel-Folie und nutze den Spachtel, um mögliche Blasenbildung zu vermeiden. Nun kann die schwarze Lasche Nummer 2 gemeinsam mit den Guide-Stickern vorsichtig abgezogen werden. Sollten noch kleine Bläschen unter der Folie sein, kannst du diese einfach ausstreichen. Es bleibt die perfekt angebrachte Paperfeel-Folie.